So einige sehen wohl mich als den Bösen in dieser Geschichte hier. Wirst du mit einer Bestimmung geboren? Oder kommt sie irgendwann und klopft an deine Tür? Hier ist ein junger Sänger aus Memphis, Tennessee. Bitte einen herzlichen Hayride-Applaus. Mr. Elvis Presley! Lass dir die Haare schneiden, du Schmalzlocke! In diesem Augenblick verwandelte sich dieser schmächtige Junge in einen Superhelden. Er war meine Bestimmung. Ich möchte Ihr Manager sein, Mr. Presley. Sind Sie bereit zu fliegen? Ich bin bereit. Bereit zu fliegen. Morgen wird ganz Amerika über Elvis Presley sprechen. Mr. Presley, wackeln Sie bei den Aufnahmen nicht so rum. Ich muss mich bewegen, wenn ich singe. Ein paar Leute wollten mich ins Gefängnis stecken, wegen der Art, wie ich mich bewege. Ich komme ins Gefängnis, weil ich über die Straße gehe, aber du bist ein berühmter weißer Junge. Deine Art zu singen ist Gott gegeben, also kann daran nichts verkehrt sein. Tragisch, aber das hat nichts mit uns zu tun. Das hat alles mit uns zu tun. Ein Reverend sagte mal zu mir, wenn etwas zu gefährlich ist, um es zu sagen, dann sing. Singt! Ich werde bald 40 und niemand wird sich an mich erinnern. Ich muss wieder der werden, der ich wirklich bin. Und wer bist du, Elvis? Ich muss das Beste aus der Sache machen, solange ich kann. Es könnte im Nu vorbei sein. Wir sind gleich, wir beide. Zwei ungewöhnliche, einsame Kinder, die nach der Ewigkeit greifen. Die größte Show auf Erden. Elvis has left the building. Oh, guten Biopics kann ich eigentlich immer was abgewinnen, vor allem wenn sie dann noch musikalischer Natur sind. Und damit war es der Trailer zu Elvis, dem neuen Baz Luhrmann-Film, den uns Warner Brothers voraussichtlich ab dem 23. Juni 2022 in die deutschen Kinos bringt. Musikalisches Biopic also rund um Elvis Presley. Geboren 35, gestorben 77, dann einer, dessen Songs weltbekannt geworden sind. Ich glaube, in Deutschland ist so, glaube ich, einer Platz 1 geworden, in The Ghetto, wenn ich mich nicht irre. Und es geht um diese Geschichte dieses zunächst Jungen, dann dieses Mannes, seine Musik, die auch die Frauen letztendlich zum Beben brachte, Sittenwächter, die deswegen eine ganze Menge Probleme mit hatten, seine Hingabe zu Priscilla Presley dann später, aber vor allem die Verbindung zu seinem Manager, hier dann gespielt von Tom Hanks, und das könnte eine gespannte oder interessante Konstellation sein, weil ich finde diese Performance von Austin Butler, zumindest hier im Trailer, der relativ lang geraten ist, dieser Trailer, sehr interessant, als könnte da eine ganze Menge Kraft in dieser Figur stecken, tut sicherlich auch, aber manchmal sind Biopics dann eben auch Filme, die den Kern nicht richtig rausarbeiten können, und das hier könnte interessant werden, weswegen ich gespannt bin. Und Tom Hanks dann als der Manager, der auf der einen Seite eine große Karriere baut, aber vor allem dann, wenn es politisch wird, die beiden schon sehr aneinander geraten, wenn auf schwarze Bevölkerung geschossen wird, vor allem, weil Elvis in diesen Kreisen aufgewachsen ist und dementsprechend auch nochmal eine ganz eigene Verbindung hat, bin ich sehr gespannt über diese Geschichte dieses Mannes, der erst einmal auf einer großen Tour irgendwann bekannt wurde und dann zu einem Superstar, den die ganze Welt bis heute kennt. Und deswegen schauen wir mal auch, wie weit nachher der Film diese Geschichte erzählt. Aber hier ist genug drin, dass ich sage, möchte ich sehen im Kino. Was sagt denn ihr zu diesem Trailer, zu Elvis? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.